Das war sofort einfach schnell gespielt. Und der nächste Treffer, Ines Maria Jeske. Nur noch 13. Sven. Wir müssen ja die drei, die Stralsund mehr geworfen hat, abziehen. Hört man sie auch nochmal, wie wir dann reden, kommunizieren und trotzdem da die Lücke. Anna Hahn kann die ausfüllen. Und der Angriff nochmal für Grün-Weiß-Sparin. Kriegen sie nicht gehalten. Nun jetzt darf Stralsund wieder auffüllen. Auch da einfach gedankenschneller Jeske, die dann auch wirft und trifft. Einfach gedankenschneller, wie der Ball auf dem Boden liegt und sie gedankenschnell hin. Und er nach unten drückt und sich den Ball hochgreift. Da sieht man, dass Schwerin hier das Tempo in den letzten Minuten einfach auch nochmal erhöhen kann. Ja, das sind halt genug Reserven. Klaus nimmt das Tor. Wieder Anne Hahn und der Treffer von Annika Blech. Oder zählt nicht. Technischer Fehler ist halt 7 Meter. Und Lisa Marie Menzel. Sven? Nein. Ich sag dazu nichts. Bevor ich mich heute blamiere, sage ich lieber nix. Ach nein, das ist auch dieses Gespür muss man üben, genauso wie die Mädels hier. Annika, ich denke mal, die Mädels haben etwas besseres Gespür, um den Ball reinzumachen, als ich, um es vorherzusagen. Richtig, 35-21. Das liegt aber auch daran, dass die Mädchen schon durch eine langjährige Ausbildung gegangen sind. Und du stehst ja noch am Anfang, also keine Scheu vom Auto fahren in der Fahrschule. Hey, schaut doch mal. Und schlechter Pass. Neuer schlechter Pass. Ziemlich unkonzentriert beide Mannschaften jetzt gerade. Ist man gar nicht gewohnt. So viele Fehlpässe. Ja, aber bei Stralsund, die haben sie auch ein bisschen müde gespielt. Das muss man dann auch einfach gelten lassen. Jetzt 7 Meter nochmal. Und durch Jennifer Benke. Und sicher drin. Jetzt noch 10 Sekunden. Ja, jetzt nochmal schnell spielen. Jetzt müsste man nochmal stellen. Jeske übers Tor und das war's. 35-22 gewinnt der SV Grün-Weiß-Sparin gegen den Stralsunder HV. Genau das, was ich
Hi. Hi. Erfolgreicher Saisonabschluss für die B-Jugend des SV Grünwald-Schwerin. Auch das letzte Spiel konnte man erfolgreich gestalten gegen den Stralsunder HV. Trotzdem gucke ich in ein Trainergesicht, das sieht aus, als wenn Weihnachten ausfällt. Was ist los, Fred? Ja, also weihnachtliche Stimmung kam jetzt tatsächlich nicht auf, auch keine Adventsstimmung. Ich denke, bei genauer Betrachtung und rückblickend muss man sagen, dass das Spiel ja erfolgreich war, aber letztendlich nicht so gestaltet wurde, wie wir uns das hier vorgenommen haben, um den vielen Zuschauern hier so eine weihnachtliche Stimmung zu bereiten. Es war kein schönes Spiel. Ja, was fehlte an dem Spiel? Wir hatten ein bisschen den Eindruck, die Konzentration hat ein bisschen gefehlt, viele Fehlpässe. Schwerin hat sich da das Leben ein bisschen selber, wenn man so sagen kann, schwer gemacht. Ja, das sehe ich genauso. Also ich denke auch, dass hier der erste Hebel anzusetzen wäre bei der Analyse. Die Konzentration fehlte. Die Mädels waren willig. Wir hatten gesagt, wir wollen marschieren, wir wollen viele Konter laufen. Ich habe das gesehen, dass sie diese spielen wollten, aber dann waren die Pässe sehr ungenau oder die Konter konnten nicht vollendet werden, weil Fangfehler das verhindert haben. Also allein in diesem Bereich des Angriffsspiels konnte man sehen, dass die Konzentration nicht so da war, wie es erforderlich gewesen wäre. In der Abwehr habe ich sie auch nicht gesehen und in anderen Bereichen auch nicht. Ja, dann vergessen wir das Spiel von heute, blicken wir zurück auf die bisherige Saison. Wir können auch aufs Jahr zurückblicken, es ist ja Weihnachten, das Jahr geht zu Ende. Erfolgreich gestaltet letztes Jahr mit der Landesmeisterschaft, mit der NOAV-Teilnahme. Und auch diese Saison ist man, bis auf den kleinen Ausrutscher in Neubrandenburg, sehr, sehr gut durch die Saison gekommen. Eine Niederlage, Tabellenführung, viel besser kann es nicht laufen. Das stimmt natürlich. Also es war für die Mädels, für die B-Jugendmädels eigentlich ein tolles Jahr, wenn man einfach an die Erfolge denkt, die du eben aufgezählt hast. Die Landesmeisterschaft war mit Sicherheit der Vorreiter des Höhepunktes der NOHV-Meisterschaftsteilnahme. Die Landesmeisterschaft war wirklich ein weiterer Höhepunkt. Wir haben in der Höhle des Löwen beim sicher geglaubten Landesmeister dann die Sache gedreht und mit einem tollen Spiel die Meisterschaft sicher gemacht. Die NOHV-Meisterschaft haben wir relativ gut gestaltet. Wir hatten dort drei Niederlagen mit einem Tor, ein Unentschieden. Wenn man das in Punkte ummünzt, dann wären wir dabei gewesen. Dann hätten wir durchaus, und das war nicht unrealistisch, hätten wir den zweiten Platz bei der NOHV-Meisterschaft belegen können. Aber auch hier traten Dinge auf, die wir im heutigen Spiel gesehen haben. Die Mädels haben sich das zum Teil selber verschenkt. Ja, jetzt mit dem Beginn dieser Saison kann man natürlich punktemäßig auch zufrieden sein. Wir führen die Tabelle an, haben eine Niederlage. Ich denke, man kann davon sprechen, dass wir im Soll sind. Ja, und das Soll heißt dann am Ende wieder oben stehen in der Tabelle, Landesmeisterschaft, Ziel NOAV. Ja, das ist das Ziel der Mädels, das ist das Ziel der gesamten Mannschaft. Wir möchten den Landesmeistertitel wieder erringen, wir möchten ihn verteidigen. Und zwangsläufig folgt dann die NOHV-Meisterschaft. Ich hatte ja in einem letzten Gespräch zwischen uns beiden gesagt, wir haben dort
bei der letzten NOV-Meisterschaft Blut geleckt. Wir fanden das dort richtig gut, sich mit den Landesmeistern der anderen Bundesländer zu messen. Das ist ja auch ein erklärtes Ziel, dass wir endlich überregional es schaffen, eben auch erfolgreich zu spielen. Das wollen wir dann beim nächsten Mal besser machen. Das ist eben auch ein Ziel, ja. Und die Verbesserung der Mannschaft ist so gegeben, dass das möglich ist? Die Mannschaft in ihrer jetzigen Konstellation ist nicht schwächer geworden. Wir haben in der jetzigen B-Jugend ja viele tolle Handballerinnen aus der damaligen C1 bekommen. Die Mädels sind seinerzeit auch oben dabei gewesen, haben auch im Land die Musik mitgespielt. Einige Mädels gehören der Landesauswahl an, gehören unserem Perspektivkader an. Also die Mannschaft ist schon toll. Aber sie tun sich zum Teil noch schwer, eben diese Möglichkeiten, die die Mädels ja mitbringen, die so auszuschöpfen, dass wir mal richtig dominant sind. Ein ganzes Spiel unser Stempel aufdrücken. Man hat ja eigentlich jetzt hier auch gesehen, wenn wir schnell in den Ballbesitz kommen, geht es eigentlich relativ schnell nach vorn. Wir sind dann auch bei guter Konzentration in der Lage, schöne, schnelle, einfache Tore zu machen. Aber wir schaffen es noch nicht, und das ist eben eine Aufgabe für das neue Jahr, das mal über ein ganzes Spiel zu zeigen. Ja, das ist an sich eine gute Aufgabenstellung, aber auch wenn man auf die Tabelle blickt, 5 Mannschaften, mehr sind es nicht. Es ist eine recht kleine Liga, und welche Möglichkeiten hat man da als Verein? Nochmal werden wir schon abgeworfen hier. Die Möglichkeit auch mal mit einem starken Gegner, vielleicht auch aus einem anderen Bundesland, mal den Vergleich zu suchen. Da sind wir am Arbeiten. Wir wollen auf Reisen gehen, wir wollen uns mit Mannschaften messen, die im Westen keine schlechte Rolle spielen. Wir haben Kontakte aufgenommen in den Ruhrpott, Bayer Leverkusen ist ein Stichwort. Wir wollen aber eben auch uns wieder attraktive Gegner einladen zu unserem Petermännchen-Turnier, das ja mittlerweile auch einen guten Ruf über die Landesgrenzen hinaus hat. Das steht eben auch im Zeichen des überregionalen Vergleiches. Also wir sind dabei. Und wollen da dann eben auch bestehen. Ja, und was steht jetzt noch an? Haben die Mädchen ihr letztes Training absolviert? Nein. Was steht jetzt noch an bis zu Weihnachtstage, und was wird über das Jahr getan? Also wir werden in dieser Woche bis Weihnachten noch einmal trainieren. Und dann haben wir uns verabredet, zwischen Weihnachten und Neujahr auch Sport zu treiben, um in einem gewissen Rhythmus zu bleiben, der aus meiner Sicht wichtig ist, weil wir schon am 9. Januar gleich die nächste Aufgabe haben. Wir haben hier unser Punktspiel gegen Warnemünde. Und das aus der Kalten heraus zu bestreiten, halte ich bei unserem Anspruch für nicht unbedingt gegeben oder nicht für möglich. Wir müssen ein bisschen was tun. Ja, dann wünsche ich trotz alledem ein besinnliches, fröhliches Weihnachtsfest. Kommt allesamt gut ins neue Jahr, damit wir dann auch mit voller Truppe und vollem Elan uns wiedersehen hier am 9.1., wenn ihr spielt gegen den SV Warnemünde. Dankeschön. Sehr. Vielen Dank fürs Interview. So, und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Sendung von Sport in Schwerin.